Ja, hallo, ich bin Hartmut. Wir sind hier auf der DevOpsCon in Berlin und bei mir ist der Fabian von CoreOS. Hallo. Hi, ihr hattet gerade eine Session zum Thema ganz grob Prometheus als neues Monitoring-Tool. Vielleicht kennen das auch noch nicht alle. Stellst du es mal uns vor, was es ist, woher es kommt, welche Probleme es löst? Okay, im Grunde ist Prometheus ein Monitoring-Tool, was halt versucht, das Monitoren von riesigen Clustern leicht und skalierbar zu machen. Mit konventionellen Systemen stößt man da schnell an Grenzen, weil halt die Umgebungen, die man monitoren will, immer dynamischer werden und die Monitoring-Systeme nicht mehr erfassen können, was überhaupt passiert und auch nicht mehr mit der Rate der Änderung umgehen können. Und da kommt halt dann Prometheus ins Spiel, was halt ein sehr hochdimensionales Datenmodell hat, was uns erlaubt, zur Abfragezeit im Nachhinein entlang sehr vieler Dimensionen Fragen zu stellen. Zum Beispiel können wir uns dann für einen Service, den wir laufen lassen, über unseren ganzen Cluster hinweg ausgeben lassen, welcher HTTP-Endpunkt die höchste Latency aufweist. Oder wir können über unsere ganzen Services hinweg Percentiles kalkulieren, was halt unsere Latency ist und viele andere Sachen noch. Mhm. Würdest du sagen, dass wir sind auf einer DevOps-Konferenz hier, dass wie passt Prometheus hier rein im Sinne von dem Monitoring-Tool für Microservice-Architekturen, kann man das so sagen? Das würde ich so sagen, ja. Aber auch für viele andere Architekturen. Also Prometheus ist sehr flexibel und integriert auch mit sehr vielen anderen Lösungen, zum Beispiel Kubernetes, Mesos Marathon, Console und auch beliebigen, man kann auch eigene Plugins schreiben, um halt mit beliebigen Systemen zu integrieren. Historisch ist das ja entstanden bei SoundCloud, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt macht CoreOS auch ganz stark Prometheus, du warst ja selber bei SoundCloud, bist jetzt gewechselt. Wie ist da die Verbindung? Was macht CoreOS mit dem Tool? Also eins von CoreOS' Core-Themen ist ja Giphy, Google Infrastructure for Everybody Else. Mhm. Und da gehören natürlich diverse Teile zu. Und CoreOS ist sehr investiert in Kubernetes. Wir haben sehr viele Developer, die an Kubernetes upstream arbeiten. Wir bauen unsere eigene Rocket Container Engine etc. Und natürlich ist Monitoring ein sehr wichtiger Teil von so einer Google Infrastructure for Everybody Else. Das heißt, wenn man dieses große dynamische System hat, was sehr viele wilde Sachen macht, muss man auch Einsicht haben, was gerade passiert und die Fähigkeit haben, mit Problemen umzugehen und eben zum Beispiel Alerting zu machen. Das heißt, Prometheus als Tool, was halt Monitoring und Alerting anbietet und sehr gut mit Kubernetes integriert, passt eben genau in dieses Giphy-Motto rein und deswegen hat CoreOS sich halt entschieden, im Endeffekt Entwicklungsressourcen halt für Prometheus zu investieren. Mhm. Was ist sonst gerade noch los bei CoreOS? Also was sind eure Pläne? Einerseits natürlich mit Prometheus, in welche Richtung wollt ihr das weiterentwickeln? Aber auch natürlich Kubernetes, die generelle Produktlinie. Wir wollen insgesamt dieses Google Infrastructure for Everybody Else natürlich voranbringen, immer weiter und auch mit Änderungen umgehen können, die halt im ganzen Umfeld passieren. Zum Beispiel letzte Woche haben wir Taurus announced, was halt unser erster Ansatz ist für quasi ein Distributed Storage System. Basierend auf etcd. Das ist natürlich ein weiterer sehr komplexer und schwieriger Teil von so einer Infrastruktur. Da werden wir auf jeden Fall viel investieren, aber halt auch generell, um Kubernetes voranzubringen, unsere Rocket Container Engine, Prometheus. Wir haben sehr viele Projekte und immer sehr viel zu tun. Ja. Sind wir gespannt, was da so kommen mag. Vielen Dank, Fabian, und ja, viel Spaß auf der Konferenz noch und vielen Dank fürs Zugucken.